Mit dem konventionellen Bremssystem besteht bei unsachgemäßer Bedienung auf nasser und glatter Fahrbahn die Gefahr, dass die Räder blockieren. Dabei verlängert sich der Bremsweg. Das Fahrzeug verliert seine Lenkfähigkeit und kann ins Schleudern geraten. Um dies zu verhindern, wurde das Anti-Block-System entwickelt. Es besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten. Sensoren an allen vier Rädern. Sie geben bei Blockiergefahr Signale an das elektronische Steuergerät. Dieses verarbeitet die Signale und gibt an die Hydraulikeinheit den Befehl, den Bremsdruck an dem betreffenden Rad so weit abzusenken, dass das Rad optimal bremst, aber nicht blockiert. Sensoren, elektronisches Steuergerät und Hydraulikeinheit zusammen ergeben das Anti-Block-System. Die wichtigsten Vorteile dieses Systems sollen in einigen Demonstrationen gezeigt werden. Dabei kann die Anlage ein- oder ausgeschaltet werden. Gerade Ausbremsung auf trockener Fahrbahn. Die Geschwindigkeit bei Bremsbeginn beträgt 130 km pro Stunde. Der Fahrer tritt dabei immer voll auf die Bremse. An den Markierungen der Radzierblenden erkennt man, ob sich das Rad noch dreht oder ob es steht. Bei drehendem Rad beachte man jedoch den Stroboskop-Effekt. Das Fahrzeug bremst jetzt mit ABS. Es ergibt sich kein Blockieren der Räder. An der Stelle, wo der Wagen zum Stehen kommt, wird eine Mauer aus Schaumstoffwürfeln aufgebaut. Die folgende Bremsung wird ohne Anti-Block-System durchgeführt. Mit blockierten Rädern wird der Bremsweg länger und dem Fahrer gelingt es nicht, das Fahrzeug vor der Mauer zum Stehen zu bringen. Außerdem wird beim blockierten Rad der Reifen einseitig abgeschnitten. Gerade Ausbremsung auf nasser Fahrbahn. Besonders deutlich werden die Vorteile des ABS auf nasser und damit glatter Fahrbahn. Es werden die gleichen Bremsungen wie auf trockener Fahrbahn gezeigt. Als erstes eine Bremsung mit ABS. Auch hier wird am Haltepunkt die Schaumstoffmauer aufgebaut. Trotz Vollbremsung kommt das Rad nicht zum Blockieren. Ohne ABS blockieren die Räder sofort. Es gelingt dem Fahrer nicht, das Fahrzeug vor der Mauer zum Stehen zu bringen. Genaue Messungen ergaben folgende Werte. Die Geschwindigkeit mit Lichtschranken gemessen betrug 130 km pro Stunde. Der Bremsweg mit ABS 86,7 Meter. Mit Normalbremse, also ohne ABS, 143 Meter. Dabei durchbrach das Fahrzeug die Mauer noch mit einer Geschwindigkeit von 81,5 Kilometer pro Stunde. In der direkten Gegenüberstellung zweier Fahrzeuge zeigt sich der Vorteil des Anti-Block-Systems noch deutlicher. Bei gleichzeitigem Bremsbeginn kann das geregelte Fahrzeug sicher vor dem Hindernis halten. Der ungeregelte, rote Wagen dagegen durchbricht die Schaumstoffmauer. Wedelbremsung auf nasser Fahrbahn. Für diese Demonstration wurde eine Wedelstrecke ausgesteckt. Mit ABS ist es erstmals möglich, gleichzeitig zu bremsen und zu lenken. Ist ABS eingeschaltet, folgt das Fahrzeug trotz Vollbremsung dem Fahrbahnverlauf. Bei Bremsbeginn hat der Wagen eine Geschwindigkeit von 110 km pro Stunde. Kein Rad blockiert.
Bei ausgeschalteter Anlage blockieren die Räder sofort. Das Fahrzeug schiebt trotz eingeschlagener Räder geradeaus. Es benötigt einen wesentlich größeren Anhalteweg. Es gelingt also, mit ABS ein plötzlich auftauchendes Hindernis vollbremsend zu umfahren. Das Fahrzeug gehorcht dabei den Lenkbewegungen des Fahrers. Gerade Ausbremsung auf sehr glatten, wechselnden, dabei nassen Fahrbahnen. Besondere Gefahren drohen dem Autofahrer im Winter bei plötzlich auftretenden Glatteisflächen. Anstelle der Eisplatten werden auf unserer Versuchsbahn Kunstharzplatten verwendet, die bei Nässe ebenso glatt sind. Kommt das Fahrzeug bremsend auf die Eisplatten, senkt das Anti-Block-System in Sekundenbruchteilen den Bremsdruck und verhindert so das Blockieren der Räder. Nur ein sich noch drehendes Rad überträgt die physikalisch größtmögliche Bremskraft. Unser Anti-Block-System ist in der Lage, innerhalb dieser kurzen Zeit den richtigen Bremsdruck einzustellen. Kurvenbremsung auf nasser Fahrbahn. Zum besseren Vergleich wird mit zwei Fahrzeugen gefahren. Der gelbe Wagen ohne ABS, der blaue Wagen mit ABS. Mit ABS ist erstmals eine Vollbremsung in der Kurve möglich. Das Fahrzeug mit ABS bleibt bei seiner Vollbremsung in der Spur und kommt nach kurzer Zeit zum Stehen. Ohne ABS verliert es durch die blockierenden Räder seine Seitenführung und kommt von der Fahrbahn ab. Kurvenbremsung auf nasser Kleinpflasterbahn. Die enorme Leistungsfähigkeit des Anti-Block-Systems zeigt sich auch bei Kurvenfahrt auf dem gefürchteten nassen Kleinpflaster. Auch hier ist der blaue Wagen mit ABS ausgerüstet, während der rote nur die Normalbremse hat. Beide Fahrer treten an derselben Stelle der Bahn voll auf die Bremse. Während der Fahrer des Fahrzeugs mit ABS keine Mühe hat, auf dem vorgeschriebenen Kurs zu bleiben, schießt der andere Wagen aus der Bahn. Mit diesem Film haben wir Ihnen unser Anti-Block-System gezeigt, das im Wesentlichen folgende Vorzüge hat. Kein Blockieren der Räder, Verkürzung des Bremsweges und weitgehende Fahrstabilität beim Bremsen in Kurven, selbst auf nasser und glatter Fahrbahn. Dadurch werden viele Unfälle von heute vermieden. Für den Fall einer Störung an diesem System ist selbstverständlich Vorsorge getroffen, denn die Wirkung unserer bewährten Zweikreisscheibenbremse bleibt in jedem Falle erhalten. Mit dieser Entwicklung ist ein großer Schritt in Richtung Fahrsicherheit getan worden.